Rudi Sonnenbichler jetzt nochmal ruhig auf seine Mannschaft. Relativ ruhig, das haben wir schon viel intensiver gesehen heute. Einredet. Ist doch Alexandersson. Wieder von Rob auf normale Farbe im Gesicht gewichen. Und Anja Brandt jetzt mit der Angabe. Frick auf Thormann und die bleibt im Block hängen. 14:9. Marisa Field. Mit dem direkten Punkt. Thomsen kann den Ball nicht wieder ins Spiel bringen. 14:10. Field bringt den Ball erneut. Und Adler Robert kriegt den Ball nicht richtig hoch, der Ball geht weg. 14:11. Und Auszeit genommen vom SSC. Oh Mann, sagt Ture Alexandersson da. Zeigt an, wie kann man da so lustlos hingehen. Da muss Spannung, da muss sein. Man muss den Gegnern zeigen, dass man will, dass man da ist. Sonst wird das nichts, auch nichts gegen Sintheim. Und da bemängelt er wieder die Einstellung seiner Mädchen. Und darüber sollten sie sich schnell klar werden auf Schweriner Seite, weil man hat große Aufgaben vor sich. Im Europapokal wartet der zweitgrößte kroatische Vertreter. Am 9.12. findet in Rijeka das Hinspiel statt, das Rückspiel dann am 16.12. in der Arena in Schwerin. Im Challenge Cup. Nachdem im letzten Jahr bereits in der dritten Runde das auskam gegen den italienischen Vertreter, wollen die Schwerinerinnen es diesmal besser machen. Aber da muss ein bisschen mehr kommen als heute gegen Sintheim. Und die kurze Lage von Frick und Thormann führt zum Erfolg. 15:11. Thormann mit der Angabe. Mauersberger kurz gelegt, jetzt Adlerova, den holen die Sinsheimer, Mukelki und Völker bringt den Ball nicht wieder ins Spiel, sondern kann ihn nur ins Aus befördern. 15:12. Alexandersson schüttelt mit dem Kopf. Das war eine gute Angabe von Mauersberger. Thomsen kann den Ball nach dem Block retten. Adlerova, auch den Ball haben sie wieder. Mukelki im Block und Adlerova kommt nicht ran. Und der Punkt für Sintheim. Und auch den haben sie sich verdient. 15:13. Weil Sintheim ist wach. Sintheim will hier was reißen, will hier diesen Satz gewinnen. Die sind absolut den Willen, den ich beim Schwerin nicht, und das war übertreten. Hat Schwerin Glück gehabt, 16:13. Technische Auszeit. Schauen wir nochmal auf die Mannschaft aus Baden-Württemberg.
Auf der Schweriner Seite hieß es dann wieder eine Macht schon, da kommt schon. Hier bei der Schaus kommt jetzt wieder für Thomsen. Und Adler Robber mit der Angabe für Schwerin. Und eine gute Angabe haben die Sinsheimer Schwierigkeiten mit. Frick mit der kurzen Variante. Einfach rübergelegt von den Sinsheimern. Schaus mit dem Schlag und den kriegt Schneider nicht ins Feld. Punkt für Schwerin. 17 zu 13. Und der Punkt für Robber nach der Angabe, kriegen die Sinsheimer den Ball nicht wieder rüber. 18 zu 13. Wechsel. Da sind sein. Mukolki wird jetzt aus dem Spiel gehen. Vorerst. Und Neumeier kommt. Adler Robber bei der Angabe. Und das war ein schön gespielter Angriff. Außen rauf auf Julia Osterloh. 18-14. Adler Robber geht raus. Retzlaff kommt ins Spiel. Und Neumeier zur Angabe. Bei Sinsheim. Und währenddessen schauen wir noch mal auf die Tabelle und reiben uns ein wenig verwundert die Augen. Der Schweriner SC hatte große Schwierigkeiten gegen den vorletzten Sinsheim. Retzlaff holt da schön den Ball, Schaus. Kriegt den Ball unter, das war mal ein guter Angriff von den Schwerinerinnen. 19 zu 14. Kaufeld. Und der Block ist jetzt mal da. Marie Frick hatte die Hände dran und stand da mit Anja Brandt zusammen. Gegen Prus. Das könnte das Schweriner Spiel aufgeweckt haben. Erik Kaufeld, das sah von der Körperspannung vom Spiel deutlich besser aus. Der Ball zu weit von Kaufeld. 20 zu 15. Osterloh geht jetzt aus dem Spiel. Anne Vorsatz kommt zur Angabe. Vorhin hat das nicht gewirkt. Auf Sinsheimer Seite. Gucken, wie es jetzt geht. Der Ball ist im Aus. 21 zu 15. Marie Frick. Mauersberger mit einem klasse Ball, da hat Retzlaff Schwierigkeiten. Und Thormann rettet ihn noch, die Schwerinner können ihn nur rüberbringen. Schaus, und das hat er klasse gemacht. Na, der Schaus hat sich den Gegner ausgeguckt, den Ball nicht weit rausgespielt, sondern kurz hinter das Netz. Und da standen die Sinsheimer nicht, 22-15. Also die Konzentration bei den Sinsheimern noch ein wenig raus jetzt. Alle Ball von Marie Frick zu weit. 22-16. Aber der Vorsprung dürfte wahrscheinlich zu groß sein vom Schweriner SC, als dass Sinsheim hier nochmal rankommt. Zumindest so, dass gefährlich wird. Katharina Staus. Janine Völker lässt den Ball herunterfallen. Schlechte Annahme. 22-17. Thank you.
Gut gespielter Angriff. Thormann, sie bringt den Ball zwar noch rüber mit Mauersberg, aber der fällt ins Aus. 23-17. Wechsel nochmal, Adlerova kommt nochmal. Bretlaff und Schaus bei der Angabe. Und das soll jetzt die Generalprobe werden für den Matchball. Zuschauer stehen noch nicht, aber sie klatschen fleißig, aber der Punkt geht an Sinsheim. Marisa Field. 23-18. Bruce geht zur Angabe. Kurze Variante über Frick und Brand und die Halle erhebt sich. Matchball für den Schweriner Sportclub. Anja Brandt mit dem Aufschlag zum Matchgewinn. Und das ist ein Aus! Mit einem Glanzpunkt über eine beendet der Schweriner Sportclub ein schwaches Spiel gegen den SV Sinsheim. Gewinnt hier mit 3:1 in der neuen Arena. Kann nicht zufrieden sein mit der Leistung, aber mit dem Ergebnis. Man hat das Spiel gewonnen und das entscheidet am Ende. 25-9, 22, 25, 25, 22 und 25 zu 18 gewinnt der Schweriner SC gegen den SV Sinsheim.